Moin moin miteinander und herzlich willkommen zurück zu ZackMack Kraken Between Time and Space. Ich mach mal kurz hier den Ausprobios. Interessante Idee, interessante aber kann Idee man so und so weiter. Keine hatte ich erwähnt, um sicher zu gehen. Tja, das hilft. Das ist dass wir hier tatsächlich alles ausprobiert haben. Ich soll keine interessante Idee, aber kann man so. Das ist ein bisschen mehr. So. Tja. Lieber. Das ist. Das wäre ein bisschen. Wenn das. Dem. Das geht. Nein. So. Hatte ich erwähnt, dass ich ganz. So. Ich glaube, die Gießkanne habe ich. 300 Millionen. Ja, genau. Die Gießkanne haben wir, glaube ich, auch schon mit allem ausprobiert, ne? Ich. Das soll. Dann hätten wir wieder alles. Das hier. Es lässt. Hatte ich erwähnt, dass ich. Ich hab. Es lässt. Na gut. Gehen wir mal zurück zum Bauern. Also irgendwie. Wir haben hier auch noch viele Sachen, ne? Zum Beispiel diese Handschuhe. Schöne Arbeitshandschuhe. Schöne Arbeitshandschuhe. Der Kerl scheint wirklich schlechte Laune zu haben. Und er würde definitiv merken, wenn ich sie einfach einstecke. Aber vielleicht gibt er sie mir ja. Guten Tag. Sind Sie hier der Gärtner? Nein, ich bin Zollbeamter der Transsibirischen Eisenbahn. Oh, echt? Natürlich bin ich der Gärtner. Ja, Entschuldigung, ich wollte nur sicher gehen. Darf ich mir mal Ihre Schaufel ausborgen? Ach, sieh an, jetzt redet er normal. Vorher hatte ich ja diesen Bart, da hat er diesen französischen Akzent, Darf ich mir mal Ihre Schaufel ausbohren? Ich wollte Sie fragen, ob die Möglichkeit bestände, dass ich Ihre Schaufel für einen Moment ausleihen, Natürlich nicht. Außerdem ist das nicht nur eine einfache Schaufel. Wie, keine Schaufel? Warum ist das keine Schaufel? Das ist ein Erbstück von meinem Vater Wilhelm Theodor. Der wiederum hat sie von seinem Urgroßvater, dem damaligen Hofgärtner eines indischen Maharajas. Und dieser hat sie von einem französischen Kaiser bekommen. Ah, so. Sagen Sie, kennen Sie sich mit Schädlingen aus? Also, ich sehe hier nur einen Schädling. Aber nun, sag mal, was du willst, Jungchen. Ich müsste etwas über Termiten wissen. Termiten? Ja, wissen Sie da etwas? Klar weiß ich was, aber interessiert dich das denn wirklich? Ich habe keine Lust, meine Zeit zu verschwenden. Doch, wirklich? Welche Termiten? Nun, da hinten. Nein, ich meine, welche Art von Termiten? Du musst wissen, dass es viele hundert Arten von Termiten gibt. Ich weiß viel über Termiten, aber die Art muss ich schon wissen. Ja. Nun, ich könnte sie Ihnen zeigen. Sie sind dort. Nein, ich han kein Zick. Sag mir eher, sonst was du mit ihnen vorhäss. Nun, ich habe eigentlich vor, sie loszuwerden. Ein Termiten-Attraktionspark bauen mit kleinen Karussells. Ein Termiten-Attraktionspark. Ich weiß nicht. Er sieht nicht so aus, als würde er Spaß verstehen. Aha, okay. Ich habe eigentlich vor, sie loszuwerden. Das wird schwer. Hast du Erfahrung mit Napalm? nein. Wasserstoffexplosionen? Nein. Auch nicht. Dann hast du ein Problem. Termiten sind schwer zu bekämpfen, außer man geht mit radikalen Methoden vor. Ich habe aber auch mal gehört, dass das Verwenden eines Duftstoffs helfen soll. Naja, wie auch immer, Termiten sind wie Kakerlaken und Ratten. Ja, was man mit ihnen macht, man bekommt sie nicht los. Sie haben da etwas über einen Duftstoff gesagt. Ah, richtig. Es ist nicht wirklich ein Duftstoff, es hat eher etwas mit der Qualität von Holz zu tun. Sie meinen, man könnte versuchen, die Termiten mit einer attraktiveren Holzsorte zu ködern? Ja, genau. Wie Menschen wollen auch Termiten immer das Beste vom Besten. So lassen sie gerne von einem Gegenstand ab, wenn sie als Ausgleich etwas Besseres bekommen. Welche Sorte Holz käme denn in Frage? Alles Mögliche. Kirschholz, Walnuss, Olive, Rosenholz, Mahagoni und die gebeizte Hainbuche. Hauptsache edel. Und wo bekomme ich so etwas her? Tja, da bin ich überfragt.
Mein rechtes Auge ist zwar aus edlem Holz gefertigt, oh, aber du kannst dir vorstellen, dass ich es dir nicht geben werde. Das Auge haben wir. Okay, lass uns über etwas anderes sprechen. Kennen Sie sich mit Schädlingen aus? Warum so betrübt? Sagen Sie mal, was ist Ihnen denn über die Leber gelaufen? Wie? Na, schauen Sie sich doch mal an. Sie sehen so betrübt aus. Na, schau dich doch mal um. Nichts wächst. Ich bin ein Versager. Oje. Hey, Kopf hoch. Hey, Kopf hoch. Das wird schon. Glaubst du? Ja, sicher. Schädlingen, Sie haben da aber schöne Handschuhe. Sie haben da aber schöne Handschuhe. Willst du sie haben? Gerne. Ja. Hier, ich brauche sie nicht mehr. Ich habe von der Gewerkschaft neue bekommen, zum 60. Jubiläum. Der 60. von Ihnen oder der Gewerkschaft? Von der Gewerkschaft natürlich. Ich selbst bin ja erst 33 Jahre alt. Okay. Vielen Dank. 33 Jahre. Pff, wer's glaubt. Okay, schnapp dir die Handschuhe, zack. So, den Spaten kriegen wir nicht, aber die Handschuhe haben wir. Haben wir noch irgendwas? Ein Loch, ein Rechen. Können wir noch was mit ihm bequatschen? Ich komme vom Gartenclub Grüner Daumen und möchte Ihnen helfen. Guten Tag, ich komme vom Gartenclub Grüner Daumen und möchte Ihnen helfen. Netter Versuch, Jüngelchen. Okay. Graue Arbeithandschuhe. Testen wir mal, ob wir da irgendwas mitmachen können. Schade. Ich soll ein bisschen die sie. Das. Es. Hey! Ups. Aha. Interessant. Hey! Damit kann ich nun Objekte erreichen, die außerhalb meiner Reichweite liegen. Vielleicht die Farbe. Er darf ja nicht über den Rasen, ne? Nicht wahr? Das ist ja nett. Okay. Schnappen wir uns mal die Farbe. Und vielleicht, wollen wir den mal ansprechen? Jetzt ohne Bart? Na, wie ist das Wetter hier? Nervt mich, kleines Würstchen. Was? Du kannst sprechen? Schnauz jetzt! Wie kommt es, dass du sprechen kannst? Ist das hier nicht ein bisschen gefährlich für dich? Ich würde mir diesen Handschuh... okay. Kommt es, dass du sprechen kannst? Wie kommt es, dass du sprechen kannst? Wie kommt es, dass du mir so auf den Sack gehst? Nun gut, komm noch etwas Nein, näher. Zack, tu's nicht! Dann erzähl ich dir, wie ich das Sprechen Nein, lernte. Nein, tu's nicht, Zack! Ich glaube, das... das lasse ich lieber. Ich verstehe dich gut. Einen Versuch, was wir. Ein Glück. Übrigens, nur wenige von uns können sprechen. Erzähl mir mehr. Was willst du wissen? Warum du sprechen kannst? Wie oft denn noch? Provozier mich bloß nicht. Ich glaube, du kannst sehen, dass ich scharfe Zähne habe. Oh, stimmt. Das war mir noch gar nicht aufgefallen. Zu deiner Frage. Meine Meister züchteten mich längere Zeit in einer Art Lehrraum. In diesem Raum erlernen sie eure Sprache. Aha. Es war sterbenslangweilig und ich bekam anfangs nur Mottenlarven zu essen. Also konzentrierte ich mich darauf, was die glubschaugige Lehrkraft von sich gab. Den Rest kannst du dir wohl denken. Glubschäugig? Heute Morgen habe ich schließlich alle Lehrkräfte und Schüler verspeist und mich für ein Verdauungsschläfchen dann hier niedergelassen. Bis auf zwei Wachen ist im Gewächshaus nichts mehr los. Gut zu wissen. Ah ja, ein interessantes und spannendes Leben. Weiter so. Kannst du noch etwas von ihm erfragen? Ich hätte da noch... Ist es hier nicht ein bisschen gefährlich für dich? Ist es hier nicht ein bisschen gefährlich für dich? Man könnte dich entdecken. Hier kommen nicht viele Leute vorbei. Und der Gärtner meint, ich sei die Auswirkung seines Trinkproblems. Er ignoriert mich schon seit einer halben Ewigkeit.
Und wenn doch mal jemand anderes vorbeikommt, kannst du dir ja denken, was passiert. Du kannst froh sein, dass ich gerade erst gefrühstückt habe. Das ist gut. Wie bist du hergekommen? Wie bist du hergekommen? Interessiert dich das wirklich? Ja. Oder willst du mich nur ablenken, während dein Gefährte versucht, mir mit einer verrosteten Gartenschere den Chaos zu machen? Verrostete Gartenschere? Ich habe keinen Gefährten. Oh, wie schade. Es ist ein Vorteil, eine genmanipulierte Riesenpflanze zu sein. Ich könnte mich selber fortpflanzen, wenn ich... Bitte verschon mich damit. Na gut. Kurz gesagt. Kurz gesagt, ich hatte diese Idioten satt. Idioten? Richtig. Wie gesagt, ich bin im Schulungsraum aufgewachsen und lernte so eure Sprache. Ich versuchte ihnen zu erklären, wie ineffizient ihre Welteroberungspläne sind. Doch vermutlich respektierten sie mich nicht. Schließlich sollten mich zwei ihrer Diener mich mit einem Pflanzengift außer Gefecht setzen. Pflanzengift? Mittlerweile habe ich die beiden verdaut. Und du hast dich entschlossen zu gehen? Ich hatte es einfach satt. Kann ich verstehen. So, und nun lasst mich in Ruhe. Ich muss mich sonnen, solange es noch hell ist. Photosynthese? Genau, du Schlaumeier. Ich hörte davon. Hol dir bloß keinen Sonnenbrand. Sonnencreme, haha. Ich würde mir diesen Holzschuppen gerne genauer ansehen. Ich würde mir diesen Holzschuppen gerne einmal genauer ansehen. Das kann ich mir vorstellen. Versuch's nur. Komm her, Kleiner. Ich bin schon ganz wild auf dich. Wie jetzt? Du musst mir schon das Maul stopfen, wenn du vorbei willst. Oh, später vielleicht. Oh, na gut. Über etwas anderes reden. So, ich habe noch etwas zu tun. Na, endlich. Geh mir aus der Sonne. So, okay. Jetzt stampfen wir uns mal diese Farbe. Na, willst du nicht? Geh zu Farbeimer. Bank. Gute Idee, Zachary. Das könnte klappen. So gefällt mir der Handschuh gleich viel besser. Okay, und nu? Grüner Handschuh. Die Handschuhe sind nun grün. Ein widerlicher Farbton. Naja, ein Vorteil hat die Farbe ja schon. Man sieht die Grasflecken nicht. Ja, super. Super, Zack. Na gut, testen wir mal. Das sollte ich besser lassen. So. Du beliebst zu scherzen. Das habe ich. Interessante Idee, aber Kamazu. Das leider. Die Zeit. Das hilft. Das führt. Auf kein. Hier, Knochen. Das geht wohl kaum. Geht wohl kaum. Die Zeit ist zu knapp. Zack McCracken, der Mann mit dem grünen Daumen. Mist, jetzt ist gerade vom Titan-Cutter die Klinge abgebrochen. Nein! Der Titan-Cutter ist kaputt und jetzt habe ich hier abgeschnittener grüner Daumen. Ein abgeschnittener Daumen des grünen Handschuhs. Okay, damit kommen wir aber weiter, richtig? Und jetzt müssen wir das natürlich nochmal testen. Diese Idee sollte ich... Lustig? Ich sollte es lieb... Diese Idee... Das werde ich schön... Ich rufe lieber einen... Ohne mich. Das ist die... Schade. Lieber nicht. Ich sollte... Du beliebst... Das sieht sie... So, nochmal angucken. Die abgebrochene Spitze vom Titan-Cutter. Okay, jetzt können wir aber... zu dem Gärtner. Und dem sollten wir ja sagen, hier, wir sind vom Grünen Daumen Club, ne? Nutze. Ne, wir können nicht benutzen. So. Gute Idee. Mit dem Grünen Daumen müsste ich ihn austricksen können. Ich stelle mich einfach als Mitarbeiter des Gartenclubs Grüner Daumen vor. Aber Moment. Er kennt mich.
Ich ziehe den Bart an. Kluck. So, los geht's. Guten Tag. Man sagte mir, Sie suchen einen Gartenbauexperten. Kennen wir uns nicht. Nein, das muss wohl mein Zwillingsbruder gewesen sein. Entschuldigen Sie, der Gute ist oft ein wenig aufdringlich. Na gut. Also, mein Name ist Gutholz Grünstich und ich komme vom Gartenclub Grüner Daumen. Hier ist unsere Erkennungsmarke. Man sagte, Sie haben ein Problem? Nun, wie Sie hier sehen, Herr Grünstich, ich bin in einem Dilemma. Ich habe die Pflanzen ordnungsgemäß nach allen gartenbautheoretischen Grundlagen gepflegt. Nur gedüngt sind die Pflanzen nicht. Eine peinliche Sache. Ich habe das Mischverhältnis vergessen. Wie Sie ja wissen, ist der prozentuale Anteil des Düngemittels im Wasser äußerst wichtig, genauso wie die Dichte des Bodens, seine Mineralgehalte und so weiter. Und ich würde ja einfach drauf losdüngen, aber nach Ihrem Kodex heißt es ja, ich zitiere wörtlich, eine gute Ernte im Gemüsegarten kann man nur durch ausgeglichene Düngung erreichen. Ein Nährstoffüberangebot, welches durch übermäßiges Düngen schnell erreicht wird, ist für die Pflanzen schädlich. Bei nicht ausreichender Nährstoffversorgung mangelt es an Erträgen. Um hier die richtige Dosierung zu finden, kann eine Bodenuntersuchung über die Nährstoffversorgung und den gegebenenfalls erforderlichen Düngebedarf durchgeführt werden. Dies erledigt das Haus Grüner Daumen gerne für Sie. Eine solche wurde ja kürzlich durchgeführt und man hat mir für diese Grünfläche individuell eine Anleitung zum Düngen erstellt. Nur habe ich sie leider vergessen. Seien Sie unbesorgt. Ich erledige das für Sie. Vielen Dank, Herr Grünstich. Ja, der Herr Grünstich macht sich an die Arbeit, ne? Wo ist denn uns Ada? Die Gießkanne? Und dann, dann mal los, ne? Zachary, der Meistergärtner. Ich bin gespannt, was meine Spezialmischung bewirken wird. Ich bin auch gespannt. Na, Zack, lass es wachsen. Dum-di-dum-di-dum. Pam! Es hat geklappt. Schaut euch nur diese gesunden Gewächse an. Und wieder mal habe ich den Eindruck, ich hätte den Beruf verfehlt. Ihre Beete blühen. Warum sind Sie immer noch so betrübt? Springen Sie herum und freuen Sie sich. So große Erdnussstauden habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Das ist ja das Problem. Ich wollte Kartoffeln anbauen, keine Erdnüsse. Verdammt, ich bin ruiniert. Na, Ihnen kann man aber auch wirklich nichts recht machen. Okay. Star-Reporter erwirkt dilettantischen Kartoffelkopf. Okay, können wir mit dem Beten jetzt irgendwas machen? Vielleicht gibt er uns ja jetzt auch die Schaufel oder so, ne? Ich glaube nicht, dass ich ihn aufheitern kann. Ein guter alter Spaten. Oder ist es eine Schaufel? Ich kann die beiden nie auseinanderhalten. Zack, das ist doch so einfach. Ein solches Gerät kann man eigentlich immer gut gebrauchen. Ich hoffe, der Gärtner hat nichts dagegen. Lassen Sie die Schaufel dort stehen. Das ist ein Erbstück. Er da brauchst du doch überhaupt nicht dagegen. Mehr. So ein Pech. Die braucht er doch überhaupt nicht mehr. Geh zu Gewächs. Nimm Gewächs. Ich will dem Gärtner nicht die Hoffnung nehmen. Vielleicht so? Denk nach. Diese Gewächse sehen nicht gerade gesund aus. Wieso denn? Wieso sehen sie nicht gesund aus? Geh zu Waldweg. Sack und Torf. Im Moment brauche ich ihn nicht. So langsam beginnt. Das kommt mir. Auf keinen Fall. Das leider geht nicht. Ich habe hier schon gedüngt. Vielleicht hier nochmal ein bisschen? Auf keinen Fall. Diese Gewächse sehen nicht. Irgendwas, was ich noch. Den Rechen vielleicht. Du hast es falsch verstanden. Ich bin Star-Rep. Ich will ihn nicht benutzen. Ich habe besseres.
Soll ich jetzt den Ga... Ja, sollst du, Zack. Mehr brauche ich davon. Einige der Erdnusssamen vom Gärtner. Wenn überhaupt, dann sollte ich gesät wurden. Auf keinen Fall. Komm schon, Zack. Alt, verrostet, vergammelt. Alt, verrostet. Ein kleines Ein Loch? Irgend... Meine Hand stecke ich da nicht rein. Hand steckt da nicht rein, aber vielleicht ein Ast? Das wäre nicht annähernd amüsant. Das ist ein alter Baum, er dient... Moment mal. Baumstamm. Das ist ein alter Baum. Das wäre total... Erde finde ich... Den Gedanken sollte... Das könnte ge... Ein Loch? Sushi? Das werde ich schon... Tja... Keine Chance. Das sollten lieb... Das sollte ich... Ich teste hier einfach nur gerade mal rum, weil mir nichts einfällt im Moment. Obwohl, das mit dem Holzauge könnten wir nochmal zu den Termiten. Auf kein... Ich sollte noch... Das kommt mir... Das hilft... Habe ich jetzt schon alles? Ich sollte noch... Diese Idee... Das ist ein alter Baum, er... Das hilft. So, was könnte man noch? Das sollte ich besser lassen. Na gut, gehen wir erstmal wieder weiter. Wobei, was hat uns das jetzt gebracht mit den Beeten? Die blühen jetzt. So. Die Beete blühen. Aber wir sind hier trotzdem kein Stück weiter. Wir haben hier nichts bekommen. Die Beete blühen, aber wir haben nichts bekommen. Und wieder mal muss ich mir die Hände schmutzig machen. Okay, buddel, buddel, na, buddel. Das nenne ich eine irrsinnig fette Erdnuss. Vielleicht sogar die dickste Nuss im Universum. Okay, ausgegrabene Erdnuss, nimm. Das ist eine besonders große Zuchterdnuss. Wenn ich sie jetzt öffne, will ich sie auch essen. Lieber warte ich noch etwas. Okay, vielleicht die in das Loch reintun? Da lebt ja etwas. Ein bisschen mehr Einsatz könnte nicht schaden. Das hilft mir nicht weit. Okay. Erdnuss mal mit allem testen. Ich sollte noch mal... Hatte ich erwähnt, dass ich ganz... Das ist... Das könnte... Das kommt mir... Das ist... Schade. Das hilft... So lang... Tja, das ist die... Ein bisschen... Das ist... Interessante Idee, aber Kamasutra... Na gut, okay. Wir haben jetzt hier tatsächlich was bekommen. Eine große Erdnuss. Mit der kommen wir hier vielleicht weiter. Vielleicht können wir die Erdnuss an die Pflanze verfüttern. In dieser Verkleidung lieber nicht. In dieser Verkleidung lieber nicht. Ab mit dem Bart. Hey! Was hältst du von folgendem Deal? Ich füttere dich. Und du lässt mich einen Blick auf diese Holzhütte werfen. Na gut, aber nur weil du es bist.
Das scheint ihr zu schmecken. Ich bekomme davon immer schlimme Blähungen. Wenige Minuten später. Sie hat sich verzogen. Sehr gut. Jetzt habe ich freie Hand. Freie Hand, okay. Gehe zurück, Wand. Sie grenzt an das Grundstück und unterbricht den Zaun. Irgendwie muss ich es schaffen, hier durchzukommen. Okay. Da sind nur Bretter, keine Tür oder Fenster. Die Bretter sind zwar schlecht verarbeitet und morsch, aber ziemlich festgenagelt. Und leider habe ich mein Brecheisen nicht mehr. So ein Pech, Zack, so ein Pech. Das ist keine Wegtragehütte. Okay, also Termitenholzhütte. Hier werden doch hier Sägespäne. Die Idee war ja ganz gut, aber es funktioniert nicht. Vielleicht so? Keine schlechte Idee. Ich bin gespannt, ob das klappt. Dum-di-dum-di-dum. Dum-di-dum-di-dum. Sieht fast so aus, als machen sich die Termiten aus den einfachen Spänen nichts. Ich werde die Sauerei wieder wegräumen. Warte mit Edelholz, ne? Die Baron Edelholz und das Auge ist Edelholz. Ein Holzauge. Es ist rund und wurde anstelle eines Auges getragen. Da kommt meine panische Angst vor Prothesen wieder hoch. Auge Termiten? Vermutlich würden sie es auffressen, aber das hilft mir leider auch nicht weiter. Okay. Aber vielleicht können wir das auch klein häckseln und dann eine Spur machen. Geht das? Es ist schade um das teure Holz auch. Ja, okay, dann naja, nicht. Was soll's? Naja, was soll's, okay. So, jetzt haben wir Mahagoni-Sägespäne. Ah. So, und jetzt mit den Termiten? Keine schlechte Idee. Na, kommt, liebe Termiten. Mahagoni, lecker, lecker Mahagoni. Eine Spur aus Mahagoni-Holzspänen als Köder für eine Armee von Termiten? Ich bin gespannt. Rums. Der Weg ist frei. Ah, Komposthaufen. Schau an, nimm. Eine Handvoll Kompost war schon immer einer meiner unerfüllten Träume, was? Na komm, schnapp. Schnapp dir Kompost. Ich habe nichts zu kompostieren. Vielleicht ein paar Samen? So lieber nicht. Naja, okay. Das leider... Okay, gut. Ich würde mal sagen, wir machen hier jetzt ein kleines Päuschen. Wir haben es geschafft. Wir haben die Pflanze vertrieben. Wir haben den Gärtner, naja, fast glücklich gemacht. Nicht ganz. Er will Kartoffeln haben. Und wir haben den Weg freigemacht auf das Gelände dieses Gartenclubs. Ja, das ist eine ganze Menge, was wir geschafft haben. Ich würde mal sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.